Ich bin vom selbstbestimmten Österreich da und ich möchte kurz zusammenfassen, was wir da heute verhindern wollen. Den ersten gedanklichen Halt, weil die Autobahn soll ja da weggehen, wird am Knoten Rasdorf machen. Dort soll eine Station mit der Stadtstraße oder Knotenpunkt mit der Stadtstraße stattfinden. Das hat das Rathaus bereits freigegeben vor einigen Wochen. Die bei der Demo dabei waren, werden das wissen. 460 Millionen Euro investiert die Stadt in eine Betonwand mitten durch den 22. Bezirk. Eigentlich eine Sauerei. Weiter geht's nach Essling. Dort beginnt der unterirdische Teil. Und was da einige nicht wissen, man wird dann einen riesigen Schlot zeigen am Ende der Autobahn. Dort kommen die Abgase von 9 Kilometer Autobahn raus. Konzentriert und nicht mehr filterbar. Das heißt, hochdispers wird sich das Ganze, diese Emissionen der Fahrzeuge, über die Lobau verteilen. Und da helfen uns dann nicht einmal mehr Elektroautos, weil die Emissionen dann in Form von Feinstaub entstehen. Und der entsteht auch bei Elektroautos. Der Tunnel selbst geht dann weiter mit 14 Meter Durchmesser. Es werden einige wasserführende Schichten durchbrochen. Unmöglich, weil man nicht weiß, wie sich das auf dem Grundwasserspiegel auswirkt. Und bereits jetzt jammern einige Bauern über sinkende Grundwasserpegel. Ich würde immer wieder ersuchen, schaut euch das online immer an, beim selbstbestimmten Österreich zum Beispiel, oder bei hier Städtenretten oder Lobau.org. Ihr müsst eigentlich diese kleinen Tropfen sein, die diesen Fluss bewegen, der dann letztlich zu einem Scheitern von diesem Wahnsinnsprojekt führen. Gehen wir kurz weiter, der Tunnel kommt dann raus in Schwächert. Und was dann auch viele nicht wissen, dieser Tunnel hat alle 250 Meter einen Notfallverbindungsstollen von den beiden Tunnelröhren gehabt. Der wurde auf 500 Meter von der Asfinag einfach verdoppelt, damit die Kosten sinken. Ein Witz, selbst wenn sie den Tunnel grün anmalen, das kann die Frau Gesundheitsminister, wenn die dort wirklich diesen Spatenstich wagen sollte, nimmer gut machen. Also für mich zumindest nimmer. Jetzt zu den Alternativen. Plakativ würde ich das so darstellen, so viel wie wir da heute sagen, brauchen wir als Autos 6 Kilometer Länge auf einer Spur. Was können wir anders machen? Wir könnten zum Beispiel eine Schienentrasse installieren. Damit kann man bei Vollauslastung die Hälfte der jetzt stattfindenden Fahrten von der Südost-Tangente abziehen. Mit einem vorrangigen Schienennetz. Gibt es das schon? Ja, das gibt es schon, das ist DS80. Die hat jetzt Intervalle von einer halben Stunde. Das gehört weit verbessert auf 6 Minuten Intervalle. Und wenn man jetzt von Wolkersdorf dann reinfährt, kann man über die Verbindung der Erzherzog-Karl-Straße auch die Stammstrecke in Wien entlasten. Lauter No-Gos eigentlich für solche Sachen Autobahn zu bauen. Das Ganze ist natürlich in Summe erhält man dann ein engmaschigeres öffentliches Verkehrsnetz, weil die S80 lässt sich ja weiter nutzen bis Meidling und von Meidling nach Hütteldorf baut zum Beispiel die ÖBB schon selbstständig ein besseres und attraktiveres Schienennetz. Insgesamt führen die Tunnel, also für Wienerinnen und Wiener und fürs Umland, bringen weder notwendige Veränderungen noch sinnvolle Veränderungen. Die Autoinfrastruktur kommt auch grundsätzlich dem reicheren Teil der Gesellschaft überproportional zugute. Ich möchte vielleicht die Pendlerpauschale erwähnen, wenn wer mehr verdient und von A nach B fährt und wer weniger verdient und von A nach B fährt, dann kriegt der mehr verdient, mehr Geld. Warum? Das war kann man eigentlich nicht sagen. Das entspricht nicht einem Sozialstaat, wie ich verstehe.
Das heißt, das ist komplett einkommensabhängig, ist sicher sozial unanständig. St. Pan 11 ist zumutbar, dann passiert Folgendes, dann kriegen Sie nur mehr Pendlerpauschale. Das heißt, wenn ich den ÖV-Ausbau verhindere, zwinge ich die Leute auch vom Finanzministerium diese höhere Pendlerpauschale in Anspruch nehmen zu können und mit dem Auto zu fahren. Wieder Sozialabbau sondergleichen. Ist unverständlich. Was nun dazu kommt, 2017 sind 2 Milliarden Euro in klimaschädigendes Verhalten geflossen als Subventionen. Die 2 Milliarden kann man besser aufheben in einen Ausbau des öffentlichen Netzes, nachdem das schon großteils vorhanden ist, kostet es nicht einmal so viel. Neuere Daten als 2017 gibt es nicht, weil das Ministerium säumig ist. Soziale und wirtschaftliche Auswirkungen von der Infrastruktur in Öffis ist immer größer als die in Autobahnen. Das heißt, keine Autobahnen sorgen, bedingen sozialverträgliche Raumplanung. Und das ist eigentlich etwas, da muss man sich geistig gar nicht groß rauslehnen oder in Unkosten stürzen. Das sollten auch Politiker verstehen. Abschließend würde ich vielleicht sagen, Erwin Rindl wird den verantwortlichen Politikern sagen, ich bitte euch höflich, seid keine Trotteln. Danke.